Hey Sif, uns besuchen nicht oft Fremde hier. Ich bin Warren, der Bäcker des Dorfes. Ich backe das beste Brot in der ganzen Region, das kannst du mir glauben. Gut zu wissen, aber ich bin wegen etwas anderem hier. Wo bekommst du eigentlich das Mehl für dein Brot her? Das stelle ich natürlich selbst her. Ich baue sogar das Korn selbst an. Ist nicht so einfach in dieser Gegend, das kann ich dir sagen. Haben einen schwierigen Boden hier. Roggen und Weizen baue ich an. Mahlen tue ich auch alleine. Ich habe zwar nur eine kleine Mühle, aber die reicht mir. Was hältst du von diesen Geschichten über Hexerei hier im Dorf? Quatsch ist das, was sonst? Iris ist meine Nichte. Ich kenne das Mädchen von klein auf. Sie war immer nett und hilfsbereit. Okay, vielleicht hatte sie ein paar Männer zu viel, als sie eine Frau wurde. Aber wenn sie eine Hexe ist, dann bin ich ein Zauberer und meine Teigkelle ist ein Zauberstab. Was denkst du über die Ursache der Erkrankungen im Dorf? Was ich darüber denke? Schrecklich ist das. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wo die Krankheit herkommen könnte. Vielleicht eine Vergiftung. An diesen Hexereimist von Jenna glaube ich nicht. Die lässt sich hier im Dorf nur durchfüttern und erzählt dafür ein paar Märchen. Die Leute sind viel zu leichtgläubig. Dr. Marcus hätte gerne eine Liste deiner Kunden. Wozu soll das denn gut sein? Mein Brot hat doch nichts mit der Krankheit zu tun. Viele Leute hier essen mein Brot und sind absolut gesund, mich eingeschlossen. Der Doktor will sicher gehen. Immerhin stehen zwei Menschenleben auf dem Spiel. Ja, schon. In Ordnung, ich gebe dir eine Liste meiner Kunden mit. Hier. In der linken Spalte stehen die Leute, die Weißbrot von mir gekauft haben. In der rechten die mit Roggenbrot. Manche Namen stehen auch doppelt drauf. Das sind dann die, die beide Sorten bekommen. So, und jetzt muss ich weiterarbeiten. Gib mir Bescheid, sobald es was Neues gibt. Mir wäre es am liebsten, wenn wir die Mädchen mitsamt ihrer Hütte verbrennen. So könnten wir sicher sein, dass nicht eines unserer Kinder etwas Schlechtes darin findet. Was auch immer mit diesem armen Schwein los ist, ich bin froh, dass ich es nicht habe. Das ist die Zisterne des Dorfes. Ich schätze, das Wasser hat mit der Krankheit nichts zu tun. Sonst müssten alle krank sein, weil alle davon trinken. Jenna meint zwar, dass die Hexen alleine sind, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Wenn mir hier irgendwas Seltsames auffällt, landen die beiden nicht alleine auf dem Scheiterhaufen.